Hallihallo! Herzlich willkommen zu Games und Gerstensaft, eurer kleinen, wohl promillereichsten Spielecke im World Wide Web. Und hört die Legende des Katzenkönigs. Herzlich willkommen zu Games und Gerstensaft mit Assassin's Creed 4 Black Flag, die Legende des Katzenkönigs. Assassin's Creed, die Legende des Katzenkönigs. Genau, Assassin's Creed 4, Katzenkönig-Legende. Katzenkönig-Legende. Im 36. Teil, Alter, das ist Wahnsinn. 36 Teile. Das weiß ich, wie viele Stunden das sind? 18. Knapp. Was? Knapp 18 Stunden. Ja, ungefähr. Wieso prima? Ja. Pi mal Daumen, 18 Stunden. 18 Stunden mit einem Spiel. Haben wir schon, das ist Wahnsinn. Weil wir so doof wie wir sind, Open-World-Spiele ausgesucht haben. Nur. Ja. Wir haben auch schon überlegt, aber das ist Inhalt eines anderen Videos, was demnächst so passiert. Also nach Assassin's Creed, nach Dark Souls, nach Extrem. Das sind alles Inhalte für andere Videos. Ja. Da wollen wir euch gar nicht behelligen. Wir behelligen euch jetzt damit, was bei Assassin's Creed 4, die Legende des Katzenkönigs, passiert. Weißt du, was ich schon immer mal durchspielen wollte? Was? Pong. Und damit gehen wir ins Spiel rein. Hier, Assassin's Creed 4, die Legende des Katzenkönigs. Du warst zum Schluss, zuletzt damit beschäftigt, Leute zu verfolgen, aber bist entdeckt worden. Ich bin entdeckt worden. Weil du kein katzenmäßiger Katzenkönig bist. Meine Katzensinne. Wir sollen nämlich verhindern, dass die britische Marine irgendwelche Piraten, Achtung, verfolgen. Dass die britische Marine da in Reichgebiet, hier genau in Anführungszone, Typen umbringen, super. Dann in da die nächste, hier, das ist so ein da in die Anführungszone. Aber da sehen die mich schon. Und dann in den Heuwagen da rein. Beziehungsweise du kannst dich ja auch in die Leute reinstellen. Beziehungsweise in den Heuwagen. Beziehungsweise? Du machst gar nichts von beiden. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chapman. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art. Oh, das hat gar nicht gezählt. Oder schlimmer noch. Ich muss sie ja wieder angucken. Achtung. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Ruf die beiden Männer zu uns. Diese Verfolgen-Missionen, die werden auch mit der Zeit langweilig. Ja, das sind ja doch ziemlich viele in letzter Zeit. Also habe ich so ein Gefühl. Ihr da, folgt uns und kommt an Bord. Machen wir doch. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Folgen wir uns doch. Euch doch. Aye, Sir. Aus Anpirschzonen heraus. Du kannst über den Baum da gehen, rechts von dir. Ja. Geil. Tatsache. Und dann springst du in den Heuhaufen. Ich hörte, wie der Commodore über Rogers schimpfte. Gehst in die Anpirschzone da gegenüber. Warum streiten die beiden denn so? Gehst in die nächste Anpirschzone. Du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf mich ziehen. Du willst es doch überhaupt nicht merken. Ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Commodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Ist das der Commodore 64? Ja. Guck mal. Aber sind es irgendwo Wachen, die du aus Anforschzonen heraus umbringen kannst? Ach guck mal, hier sind wieder die Treppen, weißt du? Ach die, ja, stimmt. Adlerauge einzusetzen um das Sichtfeld. Ach so, damit ich die... Die Wachen verfolgen. Da, in die nächste Anforschzone. Ach, jetzt kann ich die quasi auch da angucken. Ja, ist geil, ne? Cool gemacht. Alles, oh. Ja! Jetzt stehe ich da mit wildem Haar. Das ist eine Anpirschzone. Ich sehe die gar nicht. Rechts ist eine Anpirschzone. Denk dran, 17 Sekunden, 16, 15, 14, 3, 2, 1. Schnell. Wo sind sie denn? Ja. Ich hab sie doch extra. Warum waren die denn jetzt weg? Kannst du nicht sagen. Die waren weg. Lass mich nicht nochmal allein! Oh. Ah. Der Katzenkönig. Cold ass. Ich glaube, du musst auf den Baum nehmen hinter dir. Weil dann kommst du auf die andere Seite. Da. Da. Break on through to the other side. Ja. Hallo, guten Tag. Ja, bei wir fallen ganz großen Höhen. X! Ich hab noch X hier drin! Mensch, kann man denn hier nicht mal in Ruhe dabei trinken? Aber dann jetzt. Ab in die Pearl-Push-Zone. No fear, just dreams. Entfernen sich wieder. Warum?
Weil sie zum Weg zum Strand sind. Leck mich. Ist denn du doch still? Ich denke, das ist so ein Schneller, der passt dich. Commodore Chamberlain, du musst jetzt ganz ruhig, kannst ganz ruhig machen. Commodore Chamberlain musst du jetzt eliminieren. Okay. Denk dann hier aus der Anpassungszone heraus. Sehr gut, das gilt auch, glaube ich. Naja, aber. Chamberlain per Luftattentat töten. Hier, den kannst du nicht pfeifen? Und den kannst du erbeuten? Ich muss erstmal erbeuten. Der ist so weit weg, ne? Kugelvoll. Was macht denn der? Er dreht ja völlig durch. Er schmeißt einfach Bomben in. Sag oder was? Ich glaube, es klappert. Das gibt's überhaupt nicht. Die KI von Assassin's Creed treibt komische Blüten ab in die Anpassungszone. Pfeifen? Vor allem, wie er dich überhaupt nicht sieht! Da guckt einfach einer raus. Oh, hallo. Sehr Jawohl. Gut. Und jetzt Luftattentat, ne? Da wisst ihr ja, was zu tun ist. Achtung auf den Baumstamm. Also ich komme ja. Ach nee, jetzt also auf den Baumstamm. Runter. Oder gar nichts. Oder auch. Da, hier, genau, an der Seite lang. Da, guck mal. Super. Da oben ist er. Genau, da ist er. Oh, da weiß ich schon, wo ich lang gehe. Das ist spitzenmäßig, dieses Spiel. Es ist so viel voller lustiger Momente auch. Ja. Wenn er da einfach die Bomben in den Dings schmeißt. Einfach ohne Vorwarnung. Der läuft auf dem Schiff rum wieder. Ja. So wie unser, den war hier, Julien Ducasse. Oh oh. Lass dich fallen. Und tschüss. Muss mal für eine Weile untertauchen. Ups. Ist aber keine Tauchglocke dabei. Ach shit. Aber der Katzenkönig. Katzenkönig, dem ist das egal. Kann ich da oben dann? Ja. Da über. Ja, ja. Denk dran, dürfen dich nicht sehen. Dürfen nicht? Ich glaube, dann schlagen sie Alarm. Alarm. Doch hier. Was ist denn Salz und drauf rumlatscht? Achtung, Gegner. Pfeifen kannst du nicht. Was ist das? Kommt der jetzt hier nicht vorbei? Hallo? Und los, hoch! Nee, der guckt doch jetzt. So. Aber der andere doch auch. Der andere ist mir egal. Na jetzt! Jetzt! Und los! Schnell, 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 schnell! Oh, wie eine Katze! Wenn er bloß das passende Outfit dazu anhätte. Das wär's. Aber was sehe ich denn da? Er hat das ja an! Sind hier oben irgendwelche Leute? Nö. Vielleicht mal gucken. Nö. Soll ich mal von ganz oben ab. Oh. Alter, da ist einer! Oh, Scheiße. Jetzt sind sie alle alarmiert. Aber das ist mir egal. Denn. Connor, warte, auf die andere Seite! Nein, auf die andere Seite! Nein! Warum der? Du wolltest doch ganz oben! Ach so. Ja? Ja, hast du nicht gesagt, du wolltest doch. Also nicht ganz oben, aber von hier so. Nein, nicht von hier so. Doch, ganz oben. Da, ich glaube, das funktioniert nicht. Klar. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn du von 85 Metern runterspringst. Mit ganz viel Anlauf. Na klar. Wenn das gehen würde, das wäre so geil. Nee, ich glaube kaum. Ich kann ein bisschen hängen. Was macht er denn? Er hat Höhenangst. Oh, nee, nicht mehr gucken. Nee, das geht gleich. Oh, ist das super. Wäre das super, wenn das gehen würde. Oh. Ein bisschen. Warte. Echt jetzt? Von da. Von da geht's? Bist du dir sicher? Ja. Nein, ich glaube auch von da geht's nicht. Ich glaube, es ist schon so ein... Die Katze. Die Katze! Ah, nee, wir müssen noch, glaube ich, eine Etage runter. Ist das super. Das ist richtig gut. Gleich. Warte auf deinen richtigen Moment, Katze! Ich muss wieder hier so innen. Genau. Sehr gut. So, jetzt lauert die Katze. Aber bis dahin... Trinken wir erstmal noch ein Bier. Trinken wir erstmal noch ein Bier. Wurde ja auch mal entdeckt. Als ich ihn da runtergekickt habe.
Standard natürlich. Mhm. Vor allem mit so einer klassischen American Football Tackle Pose, weißt du, so BÄM! Ja. Komm her jetzt. Komm her! Oh, das ist ja noch Gruppe, da darf ich nicht den Falschen einsetzen. Das darfst du nicht. Das darf ich nicht. Der läuft vorne, glaube ich. Nee, der läuft in der Mitte. In der Mitte läuft er. Von der Mitte zur... Nein. Mhm. Achtung. Oh, Achtung. Oh. Oh, die bewegen sich. Oh, oh. Oh, jetzt. Jetzt. Was macht er? Ja, er hat noch einen Master einen mitgenommen, als Bonus. Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Der ist unwichtig. Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer. Wir leben doch alle von der Arbeit. Ja. Ja. Zeig Respekt, Bauer. Du magst mich zwar töten, doch damit hast du deine Lage kein Deut verbessert. Also für gibt es einen Grund, der, weiterzureden? Synchronsprecher, da haben sie nicht viel Geld ausgegeben. Wenn für den Commodore. Nicht wer, Governor Rogers. Ich hätte für dich am eigenen Mast aufgeknöpft. Wurm. 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 Wurm euch alle. Euch alle. Euch alle. Ich wurm euch. Und wir haben gewonnen. Haben wir jetzt das Schiff? Das Schiff gehört uns. Guck mal, ich mag das letzte Bild, wie es einfach nur irgendein Mischmasch aus Tier und Beinen ist. Ja, ich bin gerade aus 20 Meter Höhe da drauf geklatscht. Hast dir alle Knochen gebrochen. Deshalb hat es einen Monat gedauert. Du lagst erstmal. Okay. Achso, ich dachte, keinen interessiert's. Oh. Aua! Sehr gut gemacht. Ich zieh erstmal mein Blasrohr. Aua! An dem komme ich wohl nicht vorbei hier. Hallo? Warum ist denn jetzt hier so schummelig? Na, es ist duster. Das geht nicht. Das geht nicht. Aua! Ey, du stirbst jetzt nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Du hast keinen Timer gestellt. Wie viel sind wir? 14. 14? Hast du jetzt wirklich schnell geguckt oder hast du jetzt einfach nur irgendeine Zahl gesagt? Ja, ich bin hier fertig. Meine Arbeit ist hier getan, der Katzenkönig geht. Ja, schön! Ich schub's den erstmal. Meine Arbeit ist getan, aber erstmal noch irgendeine runterschubsen. Ja, das ist. Möchte auch sein. Wein. Mit dem Mond. Ah, Venedig. Ja, geh wieder runter. Klar. Muss ja noch ein bisschen. Bring ins Wasser! Umkatzen. Ja, Sehr schön. Muss wieder zurück. An Land. So idyllisch. Und noch mal eine Arschbombe. Oh, was ist hier? So, am Arschbombe gesagt. Ach, Kinder! Oh, da kann ich plündern kann ich da. Arne, du bist im Sperrgebiet. Auch von der anderen Seite geht das nur. Kiste geht nur von der anderen Seite auf. Kann ich nur von der Seite draufhauen. Ja, okay. Was ist eigentlich für ein Sperrgebiet? Ich mag ja übrigens den Gang, wenn du die Waffen gezogen hast, also deine Schwerter, und so durch knietiefes Wasser gehst. Das sieht immer aus, als wärst du irgendwie so ein bisschen... Also knietief, nicht so, also so, genau, warte, so? Ja, aber du musst dann nochmal die Waffen ziehen, weil das sieht so lustig aus, wenn du also die Schwerter gezogen hast. Das sieht so super aus. Ist ein Kurier? Ach, da ist irgendwo ein Kurier wieder unterwegs. Kurier ist nicht zu spielen. Genau, und jetzt zieh mal deine Waffen mit X. Tatsache. Und dann renn mal los. Was? Hier. Nein. Na. Das sieht doch super aus. Ja. Ist irgendwie so. Mama, ich hab mein Lunchpaket vergessen. Echt durch? Nee. Schade. Sieht das doof aus, ne? Ah, Edward Kenway. Katzenkönig. Aber Hauptsache aufs Zelt steigen. Ich steig euch gleich aufs Zelt. Wir wollen ja weiter Missionen machen, sag ich mal. Ne? Du hast noch, noch eine Viertelstunde knapp. Wack! Wack! Polly will Missionen machen! Genau.
Oh, das ist super. Da kommen wir nämlich ein bisschen voran, weißt du, hier im Spiel. Ja, hier. Ah! Lass ich den mal über den Fisch. Oh, ist das so. Das ist ganz schön weit weg hier. Am Ende ist überhaupt das auf der Insel. Ich guck mal lieber auf die Karte, nicht, dass der wie so ein Depp rumrennt. Nee, das geht doch alles hier. Da ist er doch! Nee, das war ein anderer. Jetzt kannst du ein Spiel spielen. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Hui! Wow! Ja. Erstmal auf die Wäscheleine gesprungen. Dünner so. Zweig. Oh, erst. Ja, du bist der Katzenkönig. Du ich bist. Bin ja, stimmt. Oh, hast du es gesehen? Ah, hab ich's gesehen. Das war. Astaban. Oh, wir. Wahnsinn. Ist gar nicht hier, ne? Wie auch so ein bisschen stöhnt, weißt du so. Oh, nee, ich glaube nicht. Oder? Ist es? Doch, da steht da ist es! Ach, genau. Weiß ich doch. Ihr, ihr Dare Löhner. Ja, das macht den Semmelrohr, der sitzt da auch. Was ist das? Ist angemacht! Beinahe. Wir haben ein Problem mit der Galeon und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du auch Zeichen geben, du Laus? Du sitzt auf genug Schwarzpulver. Das passt zu Martin Semmelrogge. Zu sprengen. Komm, sag was. Los, Mann. Ist schon recht. Ja, Mann. Sagen, das ist so schlimm. Wer Martin Semmelrogge kennt, der ist noch lustiger. Kanonen die Blockade zu brechen. Ist er bloß ein Meter groß oder so, ne? Ja, und ist auch wirklich dauernd besoffen oder unter Drogen. Der Katzenkönig in seiner ganzen Pracht. Nein, du musst einfach stehen und dann immer so. Einfach stehen bleiben und immer. Nee. Hier, das ist dann dieses. Katzenkönig Song. What's you, Pussycat? Oh, what's you, Pussycat? What's you, Pussycat? Oh, wenn ich jetzt noch Taktgefühl hätte, wäre es natürlich super. Ja, wenn die jetzt noch Taktgefühl hätten. Feuerschiff, Captain. Es darf nicht singen. Was? Na, wir müssen das Boot, was das ganzen Schwefel und das Pulver geladen hat, eskortieren. Wäre also schlauer, wenn du vor dem Boot segeln würdest. Außer die kommt von hinten. Außer die kommt von hinten, dann ist es natürlich. Ich darf es nicht rammen, ne? Sieh mal, die Briten haben was gemerkt. Wer? Was? Oh, oh. Schneller. Los geht's! Ihr seid doch alle verrückt. Achtung, das Boot nicht rammen. Ja. Das ist ganz wichtig. Genau, du wüsstest vielleicht, was das. Oh Mann, dann. Da gehen wir doch mal mit einem richtigen Fail hier raus. Ups. Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Sie stehen am Tor zur Hölle! Feuer! Das ist super wunderbar, Captain! Da rein, du schießen, Captain! Feuer! Das sind die kleinen Boote, die sind okay. Ich glaube, das sind einfach bloß hier die. Wow! Ich sollte hier rausgehen. Fuck, was ist das? Ach so, schießen. Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuerfässer! Yeah! Ja, da auch noch. So. Ja, ich lerne gerade nochmal wieder Dings. Feuer! Nicht getroffen. Schade. Laden noch nach! Hat dein eigenes Boot gerammt? Nein. Das wüsste ich doch. Da ist es. Yeah, super gemacht. Schnell, schnell, da vorne sind welche. Oh. Ich bin schon so schnell wie ich. Los, ihr Faulwälzer, an die Schurken. An die Schurken? Super gemacht. Eiskalt. Eigentlich, dass es nur solche kleinen Boote sind, weißt du, die so. Stark, stark, stark! Und das ist drauf. Ja! Katzenkönig der Meere. Oh, wir sind ganz schön weit weg. Ja, die sind relativ schnell. Mach doch keinen Firlefanz. Auch vor dir sind bestimmt auch da. Von deiner Seite aus. Genau, da. Da ist sie am schwächsten. Auf den Grund! Feindliches Feuer! Was schießt du? Ach so, da! Wurde überhaupt nicht mit. Boah, das Boot hat's schon übelst mitgenommen, weil du es einmal gerammt hast, glaube ich. Ich hab's nicht gerammt.
Feuer! Ja! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Auf den Grund. Gut gemacht. Beuten auch immer. Ja, ich versuche das, aber das geht. Oh, X. Aus dem Sprengradius fliehen? Welcher Sprengradius? Segel, schnell! Ich segel da mal hin, ne? Wir sind durch. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Der Blockade entkommen. Du musst irgendwie entkommen. Ach, wir hatten das Feuerschiff. Wow! Eiskalt. Feuer! Wo ist die Blockade? Das ist die große Frage. Wo endet? Guck mal auf deine Karte, bitte. Da muss ich hin. Achso, da. Nicht reinsegeln. Oh, oh. Hat nicht ganz geklappt mit dem nicht reinsegeln. Alter, fest, sag mal, Kanonenkugel. Aber hast du gut gemacht, dass du noch ausgewichen bist. Mörser! Mörser, Mörser! Was? Ach so, hier vorne. Wer ist denn die? Na, die sind zu nah dran. Das ist noch nicht vorbei. Muss ich die auch? Die rammst du gerade. Schön. Boah, krass! Ja. Nee. Oh, oh, oh. Das war's. Na! Ach, ist eigentlich. Ah, du musst aus der Blockade. Der Katzenkönig. Der Katzenkönig. Schleuder sind aktiviert. Adewale konnte sich keinen mehr leisten, weißt du? Schiffe mit dem Mörser versenkt. 2 von 3, schnell noch, das eine. Welche? Was? Irgendeins. Das 2 von 3 hast du schon mit dem Mörser versenkt. Ist überhaupt keins. Was sind die da vorne? Komm hier hin. Warum lenkt der denn nicht? Achtung, Captain! Der Hund. Bereit, Sir. Nur die Ruhe, Kenway. Oh. Das Ophelia kommt ganz von allein. Ist das? Das ist noch nicht vorbei. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst Feuer! Dafür bezahlen! Feuer! Feuerfässer! Feuer! Die sind ja verrückt hier. Verrückt? Die sind doch alle verrückt. Du musst in die andere Richtung! Du segelst doch! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Oh, oh, ich muss der Blockade entkommen eigentlich, ne? Ich muss gar nicht hier kämpfen. Nö. Boah, dann. Reisegeschwindigkeit. Oh, ein hart getroffen. Ah, oh, mit unseren roten Segeln, die jetzt grau sind. Ne, jetzt sind sie wieder. Naja, es stand gut gemacht. Naja. Es ist doch das Einfachste. Yeah! Ach, hab ich nichts mehr mit Mörser versenkt. Mist. So ein Gemetzel. Brennt, ihr Bastarde! Yeah! Schiebt euch euer Pardon wohin, Governor! Oh, Martin Semmelrogge säuft schon wieder. Sie Beute gemacht. Ali Wally ist so ein kleiner Spielverderber. Ja. Spießer. Wenn ich groß bin, bin ich auch mal Spießer. Spießer. Oh, nicht. Gar nichts hast du geschafft. Scheiße. Gar nichts. Du bist echt schlecht, Dominik. Geh in die Ecke und schäm dich. Oh, hier eine Erinnerung geschafft. Wie wir richtig vorankommen hier. Wenn wir mal wirklich Story machen. Hammerfell. Das ist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Wir haben noch 4 Minuten, also ein bisschen was können wir noch machen. Yeah! Rock'n'Roll! Katzenkönig-Song! Bamelaum! Der Katzenkönig! In die Beschreibung von den Videos packe ich auch immer nur, wenn ihr nicht mehr Pirat Edward kennen will, wenn ihr nur noch Katzenkönig Edward kennen will. Mmh. Wow. Was mache ich als nächstes? Das ist ein Fall für den Katzenkönig. Was ist denn hier kaputt? Captain Kidd? Mit wem hat er denn gepennt? Ah. Ach nee! Ich dachte, er hat mit Captain Kidd gepennt. Ahoi, Kidd. Hast was verpasst. Ei. Schade, das mit Nassau. Und Blackbeards feiger Abgang. Na, Blackbeard werden wir wohl noch. Zum Stimmt. Ist das eine Dirne? Was, eine Dirne? Wayne ist zu ihm gefahren und ich fahre bald hinterher. Mehr ist nicht übrig von deiner versuchten Demokratie? Ach, Erin! Wir tun hier, was wir wollen und wir lassen uns Zeit dabei. Bullert an den Zaun. Meine Güte, Edward. Lockt dich denn nur noch der Gestank von Reichtum aus der Reserve? Was ist denn in dich gefahren? Wirklichkeit, Freund. Wer? Wirklichkeit. Oh. Pass auf, dass er dich nicht zum Trinker macht. Bisher hast du dich echt zurückgehalten, den ganzen Tag heute schon, über den wir aufzeichnen, mit irgendwelchen Sprüchen. Aber am letzten Teil reicht deine Serie.
Du hast mal weiter gesoffen. Prost. Ja. Zum Wohl. Okay. Ja. Warte. Wir haben nicht mehr so viel. 2 Minuten, eine Minute. Ja, 2 Minuten noch. Oder auch gar nicht mehr. Nee, was ist denn das da unten? Was? Was ist das? Ein Symbol. Was macht man da? Das ist ja unsere Hauptinsel das hier. Das ist unsere Basis. Hier, ist Great Inagua. Wo ist denn hier die Tür? Where is the door? Und was ist das hier für ein... da ist auch noch so ein Ding. Das ist die Templerrüstung, wo wir die Schlüssel brauchen. Ah. Wir haben schon 2 Schlüssel. Wo haben wir die her? Keine Ahnung. Kiosk? Nee. Siehst du? 2 Schlüssel haben wir schon erhalten. Nee, den ersten haben wir da reingepackt, als... als wir dahin sind. Und den zweiten haben wir erhalten, als wir die Sache mit Anto gemacht haben. Ich bin in meinem Büro. Hier mit Kenny oder was? Genau, als wir Kenny umgebracht haben. Ein Zuhause haben. Fühlt sich noch nicht. Nein! Das gibt's auch wieder? Oh, 6.000. Lehnen wir ab, weil wir haben nicht so viel Geld. Muss man leider ablehnen. Alter. Was ist denn hier? Bist du im Keller? Ich geh mal eben ein Bier raufholen. What the fuck? Was gibt's hier alles? Was? Steht da? Oh, kann man interagieren? Ach, die ganzen Monturen können wir da wechseln. Und wir haben auch noch unseren braunen Mantel. Den können wir den kaufen, oder? Blutroter Mantel. Aber das Beste, nichts schlägt. Was? Tarnmontur? Das sieht auch geil aus. Maya-Montur? Naja, das sieht ein bisschen... Edward Dielik. Ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich noch geiler als Katzenmontur. Haijäger. Nee, das finde ich nicht so schön. Nee, das ist doof. Was müssen wir dafür machen für Montur Edward die Legende? Willst du Legende werden? Oder von Edward? Ach, Uplay, nee. Pff. Dann brauchen wir sie nicht. Nee, dann ist die Katzen... Was sind die Offiziersmontur? Die Hälfte aller... Was Offizier? Schmuck. Governors. Entdecker. Politiker. Händler. Oh, das ist der Timer. Aber das gucken wir uns doch nochmal an. Nee. Der Katzenkönig, Edward Kenway. Katzenkönig, na klar. Ich finde, damit sollten wir auch das Spiel beenden. Mit dem Katzenkönig? Ja, mit dem Katzenkönig. Das können wir hier. Ach, unsere Waffen. Zu Waffen? Also ist doch wie unser. Warum haben wir hier nur die einfache? Nee, wir haben die mit dem Pfeil daneben haben wir ausgerüstet. Ja, die, genau. Das. Nee, mit dem Pfeil daneben, nicht die mit dem. Ach, die ist ausgerüstet. Die ist ausgerüstet. Hm. Warum hat die andere dann ein Häkchen? Weil wir die haben. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Was ist denn hier? Das sind unsere Schwerter. Haben wir auch keine. Nicht. Und mein Schwert? Wir haben nicht so viel Geld. Guck mal, wir haben fast kein Geld. Boah. Der eine war ja richtig geil. Ja. Hier, der hier. Pistolen. Verliehen für Vollendung aller Assassinenaufträge. Ach du Scheiße. Krass. Pistolenschwerter hieß das Ding. Kann man damit auch noch schießen? Ich glaube ja. Weißt du, da kommst du so zack und bam. Oh, guck mal hier. Was? Oh, der gehört uns. Das ist ja wie bei Flucht der Karibik hier. Das ist Flucht der Karibik. Das ist Maya-Gold. Das ist verflucht. Jetzt werden wir zu Skeletten. Ja, egal. Komm hier, wir gucken uns den Schatz nochmal kurz an und damit gehen wir raus aus dem 36. Teil. Und im nächsten Teil machen wir weiter Story. Ich will hier hochklettern. Kannst du nicht. Das ist Abschluss. Guck es dir einfach an. Edward Kenway, Katzenkönig. Na gut. Da machst du noch ein bisschen so, weißt du? Ja. Spitzenmäßig. Edward Kenway, Katzenkönig seines Zeichens. Sag tschüss! Hat er sich einen Bart stehen lassen? Na klar. Geil! Guck mal, der hat schon so einen James Hetfield Bart stehen lassen von Metallica. Yeah! Na, 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 na. Edward Kenway, Katzenkönig. Na, na, na. Er rockt alle Maya-Schätze. Na, na, na. Gute Sache. Ja, damit gehen wir raus. Da geht ihr raus, liebe Freunde. 36. Teil ist zu Ende. Im 37. Teil geht's weiter, dann machen wir weiter Story. Ja. Wir machen die Story einfach durch, wir rocken die durch, ohne irgendwelche Upgrades oder so. Wir sind so gut, wir kriegen das auch ohne Upgrades hin. Ich habe ja gehört. Du hast gehört? Dass wir schon bei 35% sind. Wir haben es leider nicht geschafft, im 36. Teil auf 36% zu kommen. Schade. Aber das ist ja die Gesamtsynchronisation. Das heißt, alle Nebenaufgaben sind da ja noch nicht mit drin. Und diese ganze, alles, was ich dann machen werde.
Ja. Wenn wir das Spiel. Hauptsequenzen sind wir bei 55%. Also die Hälfte ungefähr. Hab ich gehört. Die Hälfte ungefähr. Ja. Ja, das machen wir dann alles im 37. Teil. Arbeiten wir weiter dran, dass die Hauptsequenzen, die Vollendung dort weiter nach oben geht. Da musst du ja auch wieder einrechnen, dass wir nicht alle Missionen mit 100% abgeschlossen haben. Richtig. Also, das ist alles, wie gesagt, ich denke mal, in den nächsten 35 Teilen so ist das Spiel durch. Ich glaube auch, ja. Freut euch da drauf. Im nächsten Teil geht's weiter. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Wie gesagt, das alte Lied. Ihr wisst ja, wie es hier funktioniert. Genau. Wie es danach mit Assassin's Creed weitergeht, also nach Assassin's Creed weitergeht, wie gesagt, das ist ein Thema für andere Videos. Wir verabschieden uns erstmal, wünschen euch alles Gute und tschüss. Tschüss.